So, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute vorstellen das Spiel Level 7 Omega Protocol. Erschienen bei Privateer Press und derzeit auch nur auf Englisch erhältlich. Level 7 gehört in eine eigene Spielefamilie und zwar mit Level 7, Level 7 Lockout und Level 7 Escape. Die ersten dreien sind bei den Kritikern nicht wirklich gut angekommen. Ich selber habe sie aber nie gespielt. Level 7 Omega Protocol ist dagegen allseits hoch gelobt. Ich kann wirklich mal die Reviews empfehlen, zum Beispiel von Meeples on Meeples oder vom Dice Tower. Ich verlinke die dann nachher auch hier unten drunter. Es handelt sich dabei um ein Science-Fiction Dungeon Crawler. Das mache ich dann aber mal in einem separaten Video. Die Kiste ist noch original verpackt, ordentlich schwer und wie man auf der Rückseite vielleicht schon so erkennen kann, mit sehr viel Material bestückt. Wir werden jetzt zusammen mal in die Kiste reingucken und dann zeige ich euch, was euch alles erwartet, wenn ihr euch dieses Spiel zulegt. So, jetzt liegt die Kiste also vor uns. Sie ist komplett befreit. Ich öffne sie mal. Ich habe das extra ein bisschen leichter gemacht, weil die geht sonst sehr schwer. So, einmal das beiseite. Als allererstes erwartet uns das Regelwerk. Das Regelwerk hat, mal gucken, 23 mit Rückseite 24 Seiten. Ich habe bereits in das PDF reingeschaut, also die Regeln sind durchaus verständlich, dafür muss man nicht Englisch studiert haben. Das ist Hochglanzpapier, schön fest, das sollte auch eine ganze Menge aushalten. Ja, also man sieht schon, es ist vollfarbig, hat viele Beispiele drin. Ich denke, das sollte auch verständlich sein. Wie gesagt, hochgradig komplex sind die nicht. Die sind jetzt nicht irgendwie mit einem taktischen Tabletop oder so zu vergleichen. Es ist schon eher zu vergleichen, ich sag mal, mit einem Spiel wie Heroescape oder vielleicht Descent, kann ich nicht genau sagen, habe ich noch nie gespielt. Ja, also das Regelwerk, soweit als erster Eindruck. Ich lege es mal beiseite. So, das zweite ist der sogenannte Mission Guide. Man spielt hier einzelne Missionen. Man sieht hier dann jeweils den Aufbau der Räume. So, hier ist er hier. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind hier insgesamt 9 Missionen drin. Kampagnenregeln, Epilog. Ah ja, hier ist die 9. Mission. Da die Missionen, zumindest habe ich so verstanden, sehr flexibel sind, das heißt, sie werden viel mit zufälligen Karten ausgerüstet, ist es wohl eben nicht damit getan, dass man die 9 Missionen durchspielt, sondern die haben auch einen hohen Neuspielwert. Aber darüber berichte ich dann natürlich, wie gesagt, separat. So, ja, was ist das? Das lassen wir beiseite. So, jetzt kommen hier die ganzen Counter. Ach, die fallen mir schon so entgegen. Das finde ich schön. Also ich persönlich hasse das ja, wenn man die hier rausbrechen muss und dann kommt einem erstmal sofort die obere Pappschicht hier entgegen. Das ist schönes, festes Material, das lässt sich nicht biegen oder so. Ist sehr, sehr gut geklebt. Also ich habe jetzt gerade letztens X-Wing-Counter ausgelöst. Die gehen hier richtig auseinander, aber die hier sind richtig fest. Das finde ich gut. Also man sieht hier unten, da steht Cheat 1 of 10. Das heißt, insgesamt haben wir 10 Stück davon. Ich lege die mal beiseite. So, das ist jetzt so ein Raum. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Also jeder Raum, der existiert, ist doppelseitig da. Das ist natürlich schon mal gut. So geht es hier jetzt weiter. Also wir haben immer sozusagen einen großen Raum hier. Einen großen. Und dann gibt es noch Gänge dazwischen. So, die sehen dann so aus. Auch die haben wieder einen vorne und einen hinten. Ich habe jetzt hier einen erwischt, wo das keinen Unterschied macht. So. Dann kommen dazu diese, ah, komm. Das sind sogenannte Objective Marker. Das heißt, hier sind irgendwelche Ziele drin verborgen, die man während der Mission halt eben erfüllen muss oder wo man irgendwas finden kann. Ja, ansonsten, ich vermute, das hier sind irgendwie Hindernisse oder so, ich weiß es nicht. Hier haben wir so, ich gehe da mal ein bisschen näher ran, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu unscharf. Das hier sind zum Beispiel die Counter, wenn jemand am Boden liegt. Das sind so Ventilationsschächte, da kann der Overseer, also sozusagen der Spieler, der die Bösen spielt, kann da neue Gegner rein spawnen. Wir haben hier oben einen Counter. Hier. Das ist so ein Time-Counter. Diese Taschenlampe bedeutet, hier kann ich was finden. Aber wie gesagt, das muss man alles natürlich erst noch ausprobieren. Noch habe ich das Spiel nicht so intensiv gespielt. So, hier haben wir jetzt, man sieht das sehr schön, das hier ist so eine
Ne, die löse ich mal aus. Sieht mir aus wie eine Explosionsschablone oder sowas. So genau kenne ich es noch nicht. Das lassen wir auch auf der Seite. Ah, das hier ist das sogenannte Dashboard. Das wird vom Overseer benutzt. Ich schiebe das mal beiseite, damit man das sieht. So, und der kann hier dann sozusagen richtig sein persönliches Board aufbauen. Das verrutscht nicht. Finde ich, sieht gut aus, macht was her. Und hier drinnen, das wird nämlich rausgelöst, das lege ich mal beiseite, haben wir eine Tür. So, und auf der Rückseite jeder Tür steht halt eben, ob die, wie in diesem Fall, die ist jammed, das heißt, die muss aufgebrochen werden, oder sie kann ganz normal, hier haben wir das zum Beispiel, die ist locked, also verschlossen. Oder wir haben natürlich auch Türen, die kann man ganz einfach öffnen. So, das lege ich alles mal beiseite. Hier unten sehe ich schon, das ist der Zeitstrang. Hier diese Punkte, ich löse die mal raus. Aber so, diese grünen Punkte sind das sogenannte Adrenalin. Das heißt, das ist sozusagen der Modus, mit dem Aktionen ausgeführt werden. Und jede Aktion, die von den Spielern ausgeführt wird, geht danach dann direkt rüber an den Spielleiter. Und dadurch balanciert sich das Spiel schon mal gleich aus. Denn wenn man nur zwei Spieler zum Beispiel hat, hat der Spielleiter weniger Energie zur Verfügung, als wenn er zum Beispiel fünf hat. Und wenn die Spieler relativ inaktiv sind, kann auch der Spielleiter nicht so viel tun. Wobei da gibt es, soweit ich weiß, einen Mechanismus, der das ein bisschen abbremst, damit die Spieler unter Druck geraten. So, ach, noch ein Raum hier. Jetzt fliegt es mir schon entgegen. So, hier haben wir noch Teile vom Dashboard, der Zeitschrank. Meine Güte, das geht leicht auseinander. Das finde ich total gut. So, hier haben wir zum Beispiel Treffer. Noch mehr Adrenalin, viel, viel Adrenalin. Noch mehr Räume. Wie man vielleicht schon sieht, also die Räume sind wirklich sehr, sehr schön detailliert gemacht. Also das Rote hier, das sind Hindernisse, das sind Wände. Also es sind wirklich nur, nicht nur Bodenplatten, sondern es gefällt mir gut. Also ist immer schön, wenn man auch auf den Dingern was zu sehen hat. So, ich vermute, das ist eine Zielmarke, eine Powermarke. Das hier ist, keine Ahnung, kann man das sehen? Das ist eine, so eine korrosive Wolke, ein korrosives Gas. Nimmt man Schaden, wenn man durchgeht. Zack, dadurch. Ja, noch mehr Marker. Ich mache jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Noch mehr. Jetzt sind wir bei 8. Bei 9. Bei 10. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was uns noch erwartet. So, weg damit. Zack. Das hier sind die sogenannten Eventcards, also einmal Raumkarten und einmal Ausrüstungskarten. Da muss ich jetzt mal eben schnell ein bisschen radikal rangehen. Da haben wir nicht ewig Zeit. So, in diesen Raumkarten, das ist jetzt eine Karte, wo nichts drin ist, das ist natürlich ein schönes Beispiel, auch nicht. So, das ist zum Beispiel ein Ventilationsschacht. Das heißt, wenn ich einen Raum betrete, wo dieses Ding drin ist, kann ich dann danach ein Vent, einen Ventilationsschacht dahinlegen. Dadurch kann man spawnen. So geht das natürlich weiter. Wie gesagt, was man da alles kann, das kann ich noch gar nicht genau sagen. So, ist ein dicker Haufen. Also ist ordentlich was. So, das sind die sogenannten Kit-Cards. Das heißt, jeder Soldat kann mit ein paar Ausrüstungsgegenständen versehen werden. Und das hier ist irgendein Soldat, ich glaube, das ist der Leader, also der Anführer. So, der hat zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ja doch, 8 Karten zur Verfügung, die kann nur er verwenden. Und das sind dann so Sachen wie Anti-Gin-Gas-Granaten, Inspiration, halte deinen Kopf unten. Ja, Ziel auf das nächste und so weiter und so weiter und so weiter. Feuer. So, und damit kann er sozusagen seinen Charakter etwas individualisieren und seinem, ja, Spielbedürfnis etwas anpacken. So, das ist jetzt für das nächste. Also insgesamt gibt es 5 Figuren und jeder hat erstmal seinen eigenen Kit, seine eigene Ausrüstung. Das gehe ich mal durch. So, und dann gibt es noch ein paar allgemeine Kit-Cards. Das sind jetzt hier sowas wie, das ist ein Optical Upgrade. Oder hier noch eins, noch eins. Ja, da gibt es auch viele von.
So, das ist verbesserte Zielfähigkeit. Das ist eine verbesserte Rüstung. Und so weiter und so weiter und so weiter. Kann ich erstmal beiseite legen. Und das sind die sogenannten Investigation Cards. Das heißt, wenn jemand einen Raum durchsucht, kann er hier zum Beispiel was finden. Das hier ist eine Zielsuchende. Ne, Quatsch, eine Tracer. Das ist eine Markierungsmunition. Noch eine. Muss man mal gut mischen. Oder ein Security Monitor. Und so weiter. Wie gesagt, schöne Kleinigkeiten. Kann ich so vom Spielwert noch gar nicht beurteilen. Aber die Karten als solche sind stabil. Ich denke, man soll es nicht übertreiben. Aber im normalen Gebrauch hat man die kaum in der Hand, sondern die liegen eigentlich auf dem Tisch. So, dann. Das hier sind auch noch ein paar Karten. Oh, das, ja, ich muss vorsichtig sein. Ich möchte natürlich die Karten nicht zerstören. So, und weg damit. So, das sind jetzt hier Gegnerkarten. Das ist Blaster, Dr. Kronos, Vierhunter, Händler. Was das alles genau bedeutet, ich weiß, es ist ein Gegner, aber mehr kann ich noch nicht sagen. Also das ist sozusagen die Beschreibung eines jeden Gegners, die es so gibt. Das sind die Aliens. Die lege ich mal wieder beiseite. Dann die Initiativkarten. Das heißt, am Anfang jeder Runde wird bestimmt, wer wann wie wo handelt. Und das macht man über diese Karten. Die sind ganz schlicht. Auch diese Karten, schönes dickes Papier. Das wird ein Weilchen halten. Mache ich mir nicht allzu viel Sorgen drum. Also man kann natürlich Kartensleeves drumherum machen, dann halten sie noch länger. So, und hier haben wir dann noch so ein paar Zusatzsachen. Das ist die Sentry Drone. Das ist ein kleiner Roboter. Und das sind die sogenannten Stance Cards. Also jeder hat immer drei Stands, drei Haltungen zur Verfügung. Und damit kann man dann bestimmen, ob er sich jetzt hier was zum Beispiel konzentriert, ob er langsam voranschreitet oder ob er reckless advanced, das würde ich mal übersetzen mit ja, mutig voran. Das heißt, damit kann ich bestimmen, wie handle ich und dementsprechend verändert sich meine Bewegungsreichweite, meine Verteidigung gegen Fern- und gegen Nahkampf. So, und wenn ich am Boden liege, dann kriege ich so eine Down-Karte. Das ist sowas hier. Kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß nur, dann liege ich am Boden. Gibt es 5 Stück von. So, und auch hier gilt wieder, jeder Charakter hat seine eigenen Haltungen. Das heißt, nicht jeder kann alles machen. So, und das sind die Karten. Ich mache mir erst die Karten durch. Ah, das Paket hat hier ein bisschen gelitten, ist ein bisschen zerdrückt. Ah, egal, nicht so schlimm. So, das sind sozusagen die Charakterkarten. Ich versuche es mal, ob man das so ein bisschen besser erkennen kann. Das heißt, jeder Charakter hat seine eigene Charakterkarte. So, und da kann ich hier immer die Stance-Card drauflegen. Das sieht dann so aus. Dann weiß ich, wie viel Adrenalin ich habe, welche Waffen ich standardmäßig habe, aber die kann ich natürlich austauschen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe stattdessen die Waffe. Also das ist auch sehr fest. Die Rückseite ist nicht bedruckt. Hätte man vielleicht noch mal was machen können, aber egal. So, wie gesagt, 5 Stück davon. Gutes Material, gefällt mir. So, das ganze Papier hier. Dann kommen wir zu den Würfeln. Da zeige ich mal 2 Stück exemplarisch. Also es ist ein dickes Pack. Ich weiß nicht, wie viel das sind. 16, 18, 18 Würfel sind drin. Die lege ich mal beiseite. So, die Würfel sind nicht bloß aufgedruckt, sondern das ist hier richtig eingraviert. Die gibt es in Rot und in Schwarz. Gibt es sozusagen mit einem Treffer, zwei Treffer und gar kein Treffer. Und damit, die wird man dann nachher verwenden im Kampf und bei Proben, ob ich eine Tür aufkriege oder ob ich irgendwas knacken kann und so weiter. Wie gesagt, sind wirklich gut, haben eine angenehme Größe. Ich mag es ja, wenn es was zum Anfassen ist. Also wegen mir könnte es sogar noch ein Ticken größer sein. So, kommen wir zum interessanten Teil. Das sind die Miniaturen. Sehen für mich ganz in Ordnung aus. Also ist nicht, ich sag's mal, Tabletop-Standard. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Könnte natürlich ein bisschen unscharf sein. Generell fällt auf, die
neigen irgendwie dazu, dass sie sehr unterschiedliche Haltungen haben. Ich glaube, das ist nicht original, sondern weil das etwas günstig ist, kommen die einem sozusagen entgegen. Also man sieht das hier, der hat eine Haltung, das ist so 45 Grad geneigt, der ist gerade im Fallen. Aber ich glaube, das ist kein Problem, was man nicht mit ein bisschen warmem Wasser lösen kann. Also die würde ich normalerweise natürlich alle stabil hinstellen. Also sie stehen sehr stabil, das ist nicht das Problem. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass die Bodenplatte, die ist schon leicht gebogen. Die sollte man einmal gerade ziehen. So. Ja, was haben wir hier noch? Ich glaube, es sind einfach nur weitere Gegner. Ja, also es sind eine Menge. Die hier kommen so ein bisschen zombieartig daher. Hier ist die Bodenplatte jetzt mal auch wieder leicht gebogen. Ja, da kann man sich, glaube ich, mal einen Nachmittag nehmen und die alle ein bisschen gerade biegen. Vielleicht auch ein bisschen stabilisieren. Wie gesagt, es ist kein Tabletop-Standard, aber ist definitiv in Ordnung. Da kann man was machen. Ob ich sie bemalen würde, weiß ich nicht. Ich bin allerdings da auch nicht so talentiert drin. So. Mal gucken. Was haben wir hier jetzt noch? Ah, das sind jetzt sozusagen, ich glaube, die Sondergegner. Das ist dieser komische. Da ist er. Dieser Doktor. Ist ein bisschen größer als die anderen. Auch hier wieder leicht verbogen. Und es gibt hier auch wirklich große Gegner. So, man sieht das hier. Oh, im Gegensatz zu einem normalen. Nimmt vermutlich vier Felder ein. Auch hier wieder so die leichte Neigung. Jede Miniatur hat vorne einen kleinen Pfeil. Ich weiß nicht, den kann man vermutlich nicht gut erkennen. Das ist, glaube ich, die Sichtrichtung. Weil das ganz praktisch ist. Also gerade bei dem sieht man hier, dass der gerade nach vorne guckt. Das könnte auch in diese Richtung sein. So, hier haben wir noch so ein bewaffnetes Modell. Aber der steht wenigstens gerade. Ja, es sind eine Menge Miniaturen. Ich denke, da kann man ein ganzes Weilchen mit auskommen. Da, komm. Okay, und dann fehlen zum Schluss noch die, ich nenne sie mal Marines. So, hier sind mehr als fünf Figuren drin, das sehe ich so schon. Das ist dieser Leader, das habe ich so schon erkannt. Ich habe das Gefühl, dieses Material ist etwas stabiler als das hellgraue. Kann aber auch wirklich Gefühl sein. Zumindest steht er ziemlich gerade. Naja, mehr oder minder. So, das ist irgendwie ein Techniker. Das ist, glaube ich, keiner der Marines, sondern irgendeine Sonderfigur. Das ist die sogenannte Sentry Gun oder Sentry Drone heißt es, glaube ich, dieser kleine Roboter. Ich weiß nicht genau, wer den einsetzen kann. So, hier haben wir dann noch einen Marine. Haben wir einen richtig schweren Marine. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Und als letztes einen relativ leicht gekleideten Marine. Ja, das ist alles, was sich hier an Material drin befindet. Zumindest auf den ersten Blick bin ich erstmal ganz zufrieden damit. Wie gesagt, erschienen ist das Ganze bei Privateer Press aus den USA, ist allerdings auch in Deutschland erhältlich. Also ich weiß, der offizielle Vertrieb ist, glaube ich, Ulysses. Da kostet es um die 90 Euro, das ist der Listenpreis. Ich persönlich habe knapp über 60 bezahlt. Ich weiß nicht, ob das ein Sonderpreis war oder ein Restposten oder sonst was, aber das ist ein Preis, der mir auf alle Fälle wert war. Wie gesagt, das als allerersten Blick, was sich da überhaupt drin befindet. Ich werde das Ganze jetzt erstmal intensiv spieltesten mit ein paar Leuten und dann berichte ich euch davon, wie das Spiel so ist. So, ich hoffe, euch hat es halbwegs gefallen. Ihr habt einen ersten Eindruck bekommen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Das war's von mir mit Level 7 Omega Protokoll.